so schön, Digga. Ich hab's endlich geschafft. Nuklear ist gedroppt worden letzte Woche. Das Feedback war so geil. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Digga, vor allem, was noch viel krasser ist, dass die Leute einfach 1000 Likes darauf gegeben haben und es sind einfach geil. Ist da einfach schon mehr? Ich glaube, es sind schon fast 1100. Ich weiß es nicht. Ich blende es einfach ein. Das ist absolut krank. Für dem Verhältnis zu den Aufrufen, zu den Likes, ist mega heftig. Also nochmal ein fettes Dankeschön für den Support, Leute. Vielen Dank, Mann. Und vor allem die Leute, es hat einfach jemand unter den Kommentar beim nächsten Video dann geschrieben, dass wir das einfach nicht feiern, Leute. Wir tun immer vorproduzieren. Wir schaffen es nicht anders. Jetzt wird noch mehr vorproduziert. Egal. So, Digga, was machen wir jetzt mit der Nuke-Serie? Ich meine, wie sollen wir die jetzt weitermachen? Also, keine Ahnung. Ich habe ja mein Ziel erreicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Soll ich einfach mal auf Nuke gehen? Was ist nicht schaffen? Perfekt, los geht's. Auf geht's. 10 Wochen vergebe ich ihm. Leute, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass wir mit der Nuke-Serie weitermachen und ich jetzt auf die Nuke schwitze. Für mich ist das was mega Besonderes. Und ich würde sagen, Leute, lasst einen Like. So, und damit willkommen zu Road to Nuke. Diesmal versuche ich mal die Nuke hinzukriegen. Also, mal schauen, wie wir es so hinkriegen, ne? Also, ich brauche ein bisschen Übung. Bei also, der ganzen Sache. Also, so meine Erfahrung bei der Nuke. Nimm die Gegner, schmeiß sie in die Luft, reiße auseinander, weiter geht's. Ganz also fängst du einfach damit an, machst jetzt den ersten Kill und dann machst du 30 in Folge und dann ist das Ding geritzt. Okay, alles klar. Eigentlich gar nicht so schwer, hä? Ja, also ich habe jetzt den ersten Kill, das heißt, ich muss jetzt noch 29 weitere machen, oder was meinst du? Genau. Genau so läuft das Ganze, das machst du einfach und wenn du es einfach gemacht hast, bin ich glücklich, du bist glücklich, freust dich noch ein bisschen am Ende und dann alles gut. Okay, alles klar. Gut, dass du es verstanden hast jetzt, hä? Also ich habe dir schon mal gezeigt, wie es nicht geht, einfach in Sinus gestorben. Perfekt. Perfekt. Das kann halt jederzeit passieren. Du musst halt immer wissen, was du tust, wann du es tust und wie du es tust. Perfekt. Das ist quasi. Das war so allgemein. Das war so schön. Was? Du musst halt wissen, was du tust, wie du es tust, wann du es tust. Das war halt so die, das ist so eine Theorie. Das sind so die 5 Grundsätze des Monsters. Für diejenigen, die jetzt meinen, hey, du spielst so defensiv, schlechteste Nuke, die ich je gesehen habe. Nee, die hatte ich schon. Dann machst du einfach nochmal, okay? Wir haben schon mal drüber geredet, wie es funktioniert. Ja, wir haben schon drüber geredet. So. Du weißt ja, wie du das machen musst. Also alles zerstören, gut. Das ist einfach übelst unterhaltsam, geil. Okay. Oh, okay. Also, so, das Schlimme ist. Du hast dich innerhalb von einer Sekunde gemacht. Digga, ich hab dich lieb. Gut, ich dich auch. Danke. Okay, Digga, jetzt senken die Leute endgültig, wir sind vom anderen Ufer. Okay. Perfekt. Wir sind auf jeden Fall jetzt eh vom anderen Ufer, weil wir jetzt immer mittwochs nur noch auf YouTube streamen, Leute. Das ist übelst geil. Ich freue mich so Mittwoch, wenn ihr euch wundert, hä, wo bleibt der Stream? Ist einfach auf YouTube. Und warum gucke ich dabei in die Kamera, die aus ist? Scheiße. Was war. So, der Blutrausch muss kommen. Ist der Blutrausch bei dir gerade real? Ja, bei mir ist er real. Also was heißt real? Jetzt geht er gerade wieder ein bisschen zurück, aber ich werde ihn einfach am Leben erhalten, so. Am Leben erhalten wie irgendwas anderes. Wie das Schwein, was ausblutet am Haken vom Fleischer, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich verstehe es auch nicht. Nein! Okay, gnadenlos. Nein! Okay, gnadenlos. Oh, hier ist ein Gegner, der hat mich, der hat die Schrotflinte, pass auf. Ich hab Orbi, den hebe ich auf. Ja, warte, ich komme einfach. Bitte, okay, der Typ kommt ins Wasser gesprungen zu dir. Der verfolgt mich übelst. Unnötig. Oh. Oh, was für ein Dreckstyp. So, bleib jetzt einfach. Das Aufnahmegerät bricht noch einmal ab, das wäre richtig geil. Das wäre richtig schön, das kennen wir ja schon. Das würde mich absolut motivieren. So, Digga, jetzt mal ehrlich. Also, wir spielen auf Stronghold, ja, das heißt, absoluter Fokus in jeder Hinsicht. Gegner können überall sein. Eine sehr schwere Karte, aber eine sehr geile Karte. Und deswegen musst du mir jetzt sagen, wie ich spielen soll. Habe ich dir das schon, damit habe ich gerade angefangen. Okay, dann hau raus, weiter. Also wie gesagt, 100% Konzentration in jeder Situation, der Gegner kann überall sein. Und dann einfach immer, wenn du den Gegner siehst, zielen, schießen, erledigen, weiter. Zielen, schießen, erledigen, weiter. Zielen, schießen, erledigen, weiter. Also. Also das heißt im Prinzip einfach nur dauerhaft penetrieren, oder? Also das ist einfach die einfache Erklärung. Schön, dass du es wieder auf den Punkt gebracht hast, dass ich keine Ahnung vom Leben habe. Perfekt, danke, weiter geht's. Ja, perfekt. Ja Leute, bei mir ist das Mindset so, dass ich am Ende der Runde immer richtig aufdrehe und am Anfang der Runde es einfach überhaupt nicht mache. Warum auch immer, verstehe ich auch nicht. Weil du einfach nichts machst. Perfekt. So, ich möchte auch noch ein Stück vom Kuchen. Oh, noch die 200 Punkte bekommen. Das ist ziemlich wichtig. So, ich habe gehört, du hast die meisten Punkte. Was? Ich habe die meisten Kunden, alles klar. Perfekt. EEMZ haben hier die Leute im Clan-Tag. Perfekt. Scheiße. Oh nein, mich juckt. Scheiße. Juckt mich doch nicht, wenn es dich juckt. So, wollen wir mal A einnehmen, oder?
Nee, das lassen wir mal sein. Nein! Halt dich an mir fest! Wie war das Lied mit der Lippe? Hab ich vergessen, egal. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Okay. Alles klar. Wahrscheinlich macht er das mit der HGV 40. Krasser Typ, Mann. Schwör Digga. Was? Alles klar. Nein, bitte nicht. Oh, jetzt habe ich das Lied im Kopf. Über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Muss der sie keine Grenzen, keine Sorgen. Sagt man, blieben darunter verborgen und dann möge was uns groß und. Ich habe einfach Angst vor Zweikämpfen. Warum? Weiß ich auch nicht. Du weißt schon, dass du einfach heute so viel gelernt hast wie noch nie in deinem Leben. Ja, stimmt, ich habe den Orbi. So. Wirklich? Ja. Gut, dass eine Kontodrohne oben ist, hä? Ich weiß. Es pusht mich ja alles. Push it to the limit! Was? Okay, das ist gerade mega die Gesangseinlage hier. Digga, ich höre nie wieder auf damit. Oh Gott, geschützt, geh nicht dort raus. Ich geh hier raus. Alter, die ganzen Ansagen, die der Typ macht, Alter. Oh nein, mich juckt's in der Nase. Scheiße. Wenn die Konterdrohne können, kann ich das auch. Okay, wie viele Gegnermassen sind das? Okay. Okay. Ich bin verwirrt. Okay. Perfekt. Okay. So, ab geht's, weiter zu ziehen. So, hab ein Orbi. Nein. Nein, gnadenlos. Ich hab ein Orbi. Ich hab Perfekt. Den Ohr. Hast du ohne ihn? Ja. Perfekt, heben dir auf. Solange meiner oben ist, musst du deinen nicht einsetzen. Perfekt. Okay. Typ spawnt einfach nochmal da. Gratis zwei Kills bekommen. Perfekt. So, Konterdrohne, Drohne hebe ich mir auch auf, solange da. Perfekt! Jo, Halbzeit, geil, Alter. Oh, push it to the limit! Alles raus, Junge. Komm schon, mach's einfach! So, mach ich den Orbi raus. Ja, aber geh nicht durch die Mitte, na, wo gehst du lang? Rechts. Okay. Logisch, Orbi würde ich anmachen, mach's das bitte. Ja, hab ich schon. Nee. Spaß. Okay. So, warte. Jetzt. Nimm den rechts, komm hier lang. Noch nicht springen oder so. Hier, nimm den Jungen. Ja. Der steht da nur rum. Hab ihn. Der stand da wirklich nur so unnötig wie sonst was. Eigentlich A-Cappen. Ja. So, sinnlos, weiter geht's. Ich folge dir einfach mal. Na, ist okay. So, jetzt machen wir die Mitte penetrieren. Ich geh erstmal raus, du wartest hier. So, okay, da ist niemand. So, weiter, komm raus. Komm mit. Komm mit, so. Ich folge dir, mein Gebieter. Okay, warum hab ich das gesagt? So, den hinten. Den hinten, der hinter dem Auto hier. Ja. Mach ihn weg, ich mach hier links safe. Hab ihn. Perfekt. Feindliches Raps! Was? Feindliches Raps? Pass auf, hinter mir. Hab ihn. Perfekt. Orbi. Hier ist noch einer. Skrupellos. Perfekt, skrupellos. Hauptsache die. Oh nein! Raps! Nein! Nein, lauf, Digga. Ich bin tot. Digga, ich hab skrupellos gehabt, du auch. Scheiße! Die kommen einfach überall runter, die Bällchen. Ich bin die ganze Zeit am Weglaufen. Wo bist du? Ich bin am Weglaufen. Ja, aber wo bist du gerade? Irgendwo. Ich mach gerade übelst viele Bällchen kaputt. Nein, oh, die Bällchen kamen. Und oh, geil, skrupellos, Leute. Was haben wir denn für ein Pech, Alter? Erst bricht die Aufnahme ab, dann kommen Raps, wo die Gegner einfach nichts können. Verstehe ich nicht. Die hatten das in den Vorräten. Ey, Mann, wie kann man so viel Pech haben, ey? Digga, deswegen bin ich draufgegangen. Ich hätte sonst den New King gekriegt, glaube ich. LOL. Das ist nicht mehr feierlich, geil. Geil. So, Leute, wir sehen uns im Outro. So, Digga, also wir hatten ja eigentlich die ideale Lobby, dachte sich erstmal deine Capture Card. Mach ich nicht. Nicht mit euch.
Digga, sie sagt sich einfach, nee, stell mal vor, ich wäre jetzt wirklich auf Nuke da komplett gegangen, so. Das wäre einfach mega krass gewesen, Leute. Aber die Capture Card hat sich einfach gedacht, nee, So, und deswegen haben wir noch eine Runde gespielt und haben sich einfach die Gegner gedacht, nee, zieh ich meine Vorräten, Raps, perfekt. Es ist einfach so geil. Einfach so. Leute, wir werden einfach immer vom Schicksal gelümmelt. Deswegen haben wir auch diese Ironie, ja, für die Leute, die es nicht verstehen. Deswegen übertreiben wir immer so völlig und machen alles ironisch, wird eh nicht passieren und sowas. Weil wir immer so ein Pech haben. Aber ist auch egal, da stehen wir voll drauf. Aber wir wissen ja jetzt, wie es läuft. Jetzt geht's wieder los. Dreimal die Woche jeden Morgen ausprobieren. Los geht's, geil. Leute, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das feiert, dass wir jetzt weiter hustlen, so lange, bis ich auch die Nuke geschafft habe und einfach weitermachen mit dem ganzen Ding und durchziehen. Und das würde uns mega freuen. Vielleicht schaffen wir ja 500 Likes, wäre schon mega, mega krass für uns. Und ansonsten, aber es hängt ja nur von euch ab. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im Dienstagvideo um 20 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao. Das wird so geil. Ciao.